Hallo, hier ist der Spooks und ich habe hier heute den Abus Drehscheibenschloss mitgebracht, einen Hangschloss, und zwar genau das 8840. Ich lege das hier hin, da kann man das immer noch ein bisschen sehen, und ich möchte es jetzt mal kurz zerlegen in seine Einzelteile. Da haben wir hier diese kleinen Ringe. Der muss zuerst raus, weil ich brauche den Schlüssel. Schlüssel rein. Dann hier da drin die Schraube lösen. Machen wir am besten mit dem Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Oh, die hängt aber fest. Was ist denn da los? Ja, deswegen nimmt man einen guten Kreuzschlitz. Designer von Vera. Ja, ganz gut. Schloss wieder zu, Schlüssel raus, und dann kann man hier hinten, kann man gucken, die Schraube rausdrehen und mal Geldstück. Meistens braucht man es nicht, aber jetzt hier bei dem Karton brauche ich es. Dreht sie raus, die Schraube. Schraube raus, Schlüssel wieder rein, zack. Drehen. Mit Zylinder alles wieder raus. Dann fliegt der kleine Stift davon, das darf er. Jetzt habe ich hier ein Werkzeug. Mit dem fahre ich kurz rein. So, dass da oben der Plastikabschluss drauf bleibt, dann habe ich hier so kleine Klipse. Und abgesichert und gut, kommt zu der anderen. Hier wird jetzt alles verpackt. Was ist da noch? Der will nicht raus. Da ist er. Dann kommen noch mal zwei Kugeln raus, zwei große und zwei kleine. Den Stift, der kommt hier zu den anderen Stiften. Jetzt kommen die Kugeln alle hier in diese kleine Tüte hier rein. Eins, zwei. Hier kommt er so runter. Schraube wieder drauf. Oh, so schnell geht das. Eingepackt. Kiste. Das war's schon.